Herzlich willkommen, Freunde, zu Part 2 des Dubai Vlogs. Wir stehen hier vorm Concrete Café. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Wir gehen jetzt mal rein und gucken uns das an. Wir haben uns jetzt einen Matcha Heaven und einen Eis Latte bestellt. Also dieses Café ist echt Next Level. Ich finde das so krass, wie es eingerichtet ist. Wenn ich später mal ein Haus baue, was ich machen werde, und dann kommt die YouTube-Serie Simon baut ein Haus, dann wird das in ungefähr so aussehen. Sehr, sehr clean, schön viel Beton. Warte, ich mach kurz Cristiano Ronaldo. Jetzt gucken wir uns gerade die Immobilienlage an, weil wir sind im Buyer Market und überlegen, das Haus dahinter uns zu kaufen. Es wird nur ungefähr 75 Millionen kosten in dieser Lage. Aber schön ist es auf jeden Fall, hätte ich jetzt gesagt. An den Coach, ich befinde mich im Trainingslager. Ich mache meine Balancing-Übungen und Rennen war ich heute auch schon. Wir befinden uns jetzt hier vor dem Burj Al Arab, um den wir vorhin Jetski gefahren sind. Ich hatte früher so eine kleine Solo-CD von, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, es heißt Fireflies von Owl City, und da war halt auf dieser CD dieser Burj Al Arab drauf. Sieht gut aus, aber wollte ich euch nur mal diese kleine Anekdote erzählen. Und hier seht ihr auch Santa Claus in seiner Urlaubsumgebung, der macht hier auch Holidays. Jetzt ist er K.O., der alte Mann. Ah. Kurzer Sprint musste sein. Fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Idee, dass sich da die älteren Leute hinsetzen können und den Touristen und jüngeren Leuten über die Kultur der Emirates ja, die aufklären können. Sind jetzt auf dem Weg und checken ein neues, cooles Café aus. Oh, und auf der anderen Straßenseite habe ich es jetzt schon gesehen. Achtung! Es ist wirklich cool. Da ist eine Skateboard-Rampe um die Ecke und man kann sich hier auch so kleine Gesellschaftsspiele ausleihen und kann hier Jenga spielen oder Schach. Und es ist vor allem nicht so überrannt, so voller Leute. Man kann hier voll in Ruhe sein Ding machen und sein Coffee sippen. Sehr entspannt hier alles. Kurzer neuer Frisur-Check. Wir haben jetzt einen Scheitel. Nur damit du Bescheid wisst. Guck mal da hinten, der Typ. Der hat einen mies coolen YouTube-Channel. Breakfast of the Champions. Ich ernähre mich sehr gesund, während du eher so ein bisschen, ja, dein Leben lebst. Ist halt Urlaub, ne? Aber ich achte halt auch krass auf meine Ernährung beim Urlaub. Just saying. Hinter uns ist Martin Forster.
Ja, fast. Ist ja mal deutsch, der Irrtum. Aber du hast mich schon sehr geinfluenzt, weil guck mal. Ich esse jetzt auch Honey, weil Honey ist nämlich natürlich gesund und reinigt mich von innen. Stimmt's? Sowas, oder? Ja, irgendwas. Sowas. Am besten funktioniert das aber in Kombination mit einem Buttercroissant. Die Beauty-Routine darf nie, aber auch nie zu kurz kommen. Mit den Golden Wings fühle ich mich wie Icarus. Icarus ist ein Typ, der wollte in die Sonne fliegen, aber er wollte zur Sonne fliegen und dann ist er zu nah rangeflogen, dann hat er sich die Flügel verbrannt und dann ist er steil bergab mit ihm gegangen. Und weißt du, wo er jetzt arbeitet? Zara am Kudamm. Es ist der vorletzte Tag. Wir fahren heute endgültig in die Dubai Mall, denn wir haben einen Uber bestellt und dieser Uber wird uns direkt dorthin fahren, nicht über losgehen und keine 200 Euro einziehen. Kurzer Outfit-Check heute, ein bisschen basic, weißes T-Shirt, Plissé-Hose und meine weißen Louis. Mal gucken, ob wir da keine neue Louis kriegen. Und was ganz wichtig ist, in Dubai immer eine Flasche Wasser dabei haben. Geschäftsidee, macht eine Shisha-Bar auf in Berlin, klatscht euch so eine Wand da mit so Plastegras dran. Schreibt da irgendwie ein Inspirational Quote dran. Multi-Million Dollar Idea. Hat's noch nie gegeben, wird's nicht mehr geben. Gib mir 20% ab. Das ist unser Uber. Steigen Sie ein. Also der Cullinan, den kann man hier mieten pro Tag. Ich habe gestern mal so spaßeshalber gefragt, nicht, dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise in irgendeinem Budget von uns drin wäre. Aber das kostet umgerechnet 1250 Euro pro Tag, also 24 Stunden hättest du dann so ein Auto. Und das finde ich zwar viel, aber wenn du überlegst, was es für ein Auto ist, was es kostet, ob du drankommst, ob du nicht drankommst, ist eigentlich mal für einen ganz speziellen Anlass vielleicht okay. Hat er nicht gesagt. Freunde der magischen Miesmuschel. Ich habe jetzt hier das erste Mal einen Iced Latte mit normaler Milch, weil die hier noch im Jahre 1970 unterwegs sind. Aber dafür ist die Aussicht hab gekleckert. Ich habe schon gesagt, also eigentlich sollten da unten in dem Pool noch ein bisschen mehr Attraktionen rumschwimmen. Ich wäre für ein paar Rochen und ein Orca oder mehrere Orcas. Dann hatten wir eine kurze Diskussion darüber, wie viele Orcas da wohl drin gut leben würden. Ich sag mehr als 4. Aber du hast ja gesagt, 4 Max, ja? Er fährt da hinten einer mit dem Boot? Es wird nicht der letzte Kaffee, den wir heute trinken gewesen sein. Boah. Es wird nicht der letzte Kaffee sein, den wir heute getrunken haben werden. Ist das richtig? Is it right? Das ist der letzte Schwachsinn. Ja, das ist der letzte Schwachsinn. Das wissen die Leute. Darum schalten die hier ein auf dem Kanal. Im Endeffekt geht's uns Gucci. Solange das Paper reinkommt. Und auch wenn das Paper nicht reinkommt, geht's uns Gucci. Ich bin
tatsächlich hier noch gar nicht so ins Shopping-Fieber geraten. Aber jetzt sind wir bei Kos in der Dubai Mall, was es natürlich auch gibt, weil es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Da habe ich diese Hose gesehen und die finde ich eigentlich sehr cool. Ist zwar eine Cargo-Hose, aber sieht trotzdem so mit so einer Bügelfalte sehr schick aus. Und sieht jetzt auch auf den Schuhen cool aus, finde ich. Mit dem weißen T-Shirt, kann man mit dem schwarzen T-Shirt anziehen. Und ich denke, die werde ich mitnehmen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meinem First Dubai Purchase haltet. Ich finde die cool. Wie findest du die? Nett. Wir kaufen Sachen. Vorhin die Louis-Hose, die sah auch sehr krass aus, aber ganz ehrlich, 1800 Euro? Finde ich, jetzt bin ich mit der jetzt auch gut angezogen, wenn ich so dastehe. Okay, kurze Dubai Mall Review. Für uns war es ein Schnuff zu groß alles. Das war gerade sehr unangenehm, weil die aussah wie ein Geist. Nö, die Diät habe ich jetzt verworfen, ganz ehrlich. In Magdeburg muss ich eben Pulli drüber ziehen. Heute Morgen ein bisschen joggen auf der Palme, weil ich mir mal die ganzen privaten Straßen, die hier noch angeordnet sind, angucken wollte. Jetzt stehe ich hier gerade auf so einem Parkdeck, etwas außer Puste, und guck oder versuche ein bisschen Einblicke zu bekommen, wie die Leute hier so wohnen. Ja, ich zeige euch mal, was ich so sehe. Aber wenn du dir kein Rolls Royce hast, kein Cullinan, dann bist du eine Niete. Also es ist wirklich geisteskrank, wirklich. Ich habe jetzt auf meiner kleinen Joggingtour, die jetzt vielleicht 20 Minuten geht, mindestens 10 gesehen. Und auch Parken vor den Häusern, es ist sehr, 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 sehr krass, was hier an Geld liegt. Guckt euch an, direkter Zugang zum Strand hinter mir. Da wird wahrscheinlich jetzt noch ein Haus gebaut. Kann man halt ganz gut mal durchgucken, wie es dort drüben aussieht. Ist schon schön. Ja, schön. Sehr schön. Jetzt schnell, bevor mich einer rausschmeißt. Das ist, glaube ich, die beste View, die man so ohne an irgendeinen Security-Menschen vorbei zu rennen bekommen kann, die sie hier so leben. Aber guckt euch mal bitte diese Villen an. Ist ja geisteskrank. Ist eine Rostmöhre. Heute ist unser letzter Tag und auf der Tagesordnung für heute steht, wir fahren einmal zur Spitze der Palme, gucken uns das Atlantis Hotel an und danach geht es, die Beachbag ist gepackt, zum Strand. Wir machen heute auch noch ein cooles Foto, was ihr dann in den nächsten Tagen auf Instagram finden werdet. Also checkt das auf jeden Fall ab und dann würde ich sagen, los geht's. Wenn meine Recherchen richtig sind, und die sind, naja gut, 40% der Zeit richtig, ist dieses Hotel das teuerste Hotel der Weltgeschichte. Auf jeden Fall haben wir es gesehen, wir waren da und können es uns nicht leisten. In 20 Jahren gucke ich mir den Vlog an und sage, Simon,
das war der Moment, wo du angefangen hast, für eine Nacht in diesem Hotel zu schlafen. Siegerpose. Alter, mach ruhig. Ja, der musste uns jetzt zeigen, dass er das schnellere Auto hat. Junge, das ist ein Toyota, wo wir drin sitzen, Alter, wirklich. Der ist neu in Dubai. Das ist ein Touri. Weißt du noch, als wir hier lang gelaufen sind? Da habe ich unser Leben schon an uns vorbeiziehen sehen. Wir wären fast verdurstet. Wir wären fast gestorben. Claudi, deine Tochter und ich wären fast draufgegangen, weil wir langlaufen mussten. Ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Urlaub, dass wir was zu essen außerhalb des Hotels haben oder bestellt haben oder gekauft haben. Ich habe das erste Mal Shake Shack in New York gegessen mit meinen Eltern. Und seitdem bin ich sehr großer Fan. Aber sehr groß können. So, Freunde, wir sind jetzt am Flughafen in Abu Dhabi. Es ist recht früh, aber die Sonne ist schon aufgegangen. Wir haschen jetzt die letzten Pigmente und dann geht's für uns nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Vlog. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen und wünsche euch eine schöne Woche. Scheiß Boarding Crew wackelt hier. 20 Minuten vor der Angst wackeln die hier ins Flug. Ich bin schon gerannt da vorhin, weil ich dachte, oh, 20 Minuten vor Abflug schließt das Gate. Nö, die Boarding Crew wackelt sich ein ab, kommt 15 Minuten bevor wir losfliegen. Kommen die angescheißert. Mit einer Seelenruhe, ja. Willst du dich da hinlegen? Nee, ich muss jetzt gleich fliegen. Ich muss jetzt hier gleich mal den Vogel hochziehen. Peace out.